Sehr schön. So, das ging ja relativ zügig. Beim ersten Mal sogar. War jetzt nicht so schwer. Das andere fand ich ein bisschen schwieriger, muss ich sagen. Die anderen Runenprüfungen. Vor allen Dingen diese Runenprüfungen, wo man dann immer, wenn man zum Beispiel keinen erschießt oder wenn man irgendwie, wie soll ich sagen, wenn man zum Beispiel nicht springt oder so, dass man dann sich nicht bewegen kann. Die finde ich viel, viel schwieriger. Die finde ich, ja, wie gesagt, viel, 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 viel schwieriger. So. Lalala, lalala. Wir hängen wieder bei 79% im Ladebildschirm. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Kann ich noch was trinken? Warte mal. Ach, wunderbar. So. Runenprüfung abgeschlossen. Sehr schön. Intimität, Intimität ist wunderbar. Intimität. Intimität. Haben wir das schon eingesammelt? Achso. Können wir nicht. So, dann gehen wir mal Richtung Lazarus Elevators. Da liegt eine Chain Gun. Hallo, meine Freunde. Ciao, Freunde. Sind hinter uns auch noch welche? Ah, hinter uns ist die Tür zugegangen. Natürlich. Oh. Ich sollte vielleicht mal. Alter, uah, lass mich, lass mich, lass mich. Uah, lass mich, lass mich. Nein, aua, lass mich. Warte mal eben, ich hab da was für euch. Chain Gun Party! Yeah! Oh, 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 die muss abkühlen. Alter, wow. Ich hab gedacht, das wird einfacher, aber von wegen. Das wird schwieriger. Wo kommen die denn her? Ja. Die Drecksäcke. Die sieht man nicht, aber die hört man meistens. Und dann ist es meistens schon zu spät bei den Typen. Das war früher bei Doom schon so. Okay, da oben ist schon wieder Dämonenparty. Hier ist ein Portal. Da unten auch. Ah, ich glaube, das wird gleich richtig spaßig hier. In der Arena. Oh, da ist Vierfachschaden. Cool. So, die Munition nehme ich mit. Kann überlegen, welche Waffe wir jetzt auswählen. Ich glaube, ich bleibe mal diesmal bei dem Gauss-Gewehr. Und ja, und wir haben ja noch die Säge und wir haben ja noch die BFG. So, ich schau mal nochmal wegen Munition, falls wir nochmal eine andere Waffe wählen. Oh, was ist das denn Schönes? Ich habe irgendwas eingesammelt. Ich weiß nicht, was es ist. Stand zumindest nichts. Hier auch. Nee, das kann ich nicht einsammeln. Hä? Was ist denn das? Der Herr der Ringe. Sieht aus wie Stargate. Ach, das ist Rüstung. Ah, da kriege ich Rüstung. Wie cool. So, da liegt nochmal Benzin. Ich probiere mal eben was. Warte mal. Ah, cool. Aufzug gesperrt. Okay, da müssen wir gleich runter. Gut, dann fangen wir mal an mit der Party. Dann geht's jetzt los. Dann hole ich mir direkt erstmal Vierfachschaden. Yeah, Höllenbogen, es wird Zeit für euch zu sterben. Huah. Ciao. Ciao. Na, wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Party time, Bitches. Ugh. Oh, ich glaube, da bist du mal in zwei geraten. Oh. Nicht mal ein Staubkörnchen von dir ist übrig. Geh weg, lass das. Komm her. Es gibt wieder Schnitzel heute. Yeah. Oh mein Gott, macht das Spaß?
Ciao! Alter, ist das geil! Ciao, Jungs! So, ich gehe mir noch mal ein bisschen Rüstung holen und werde noch mal eben schnell auf das Sturmgewehr wechseln. Hö, Gisela! Wo kommst du denn her? Gisela! Gisela, du hast zugenommen! Habe ich das schon mal... Alter, was? Hö. Nein, was? Gisela, ciao! So. Ein wenig Frikadellen zum Frühstück. So, geh aus dem Bild. Du bist langweilig. Ich brauche Gisela. Uah. Ich habe keine Muni mehr. Und ich bin gleich tot. Ich brauche Leben unbedingt. Uah. Okay, das war's. Scheiße. Mann. So ein Mist aber auch. Okay, letzten Speicherpunkt laden. Da kam jetzt aber auch verdammt viel. Ich glaube, ich sollte mir dieses Vierfachschaden, glaube ich, aufheben für ja, die Gisela-Runden. Weiß überhaupt, hatten wir sie überhaupt Gisela genannt oder hatten wir sie nicht irgendwie anders benannt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe es vergessen. La. So. Ich trinke nochmal ein Schlückchen. Und dann geht's jetzt weiter. So. Yeah. Survival. So. Kommt her, Jungs. Ich habe euch schon erwartet. Bam. Achso, jetzt kommen ja die anderen beiden, ne? Nicht zu viel, nicht zu viel, nicht zu viel. Na, komm mal hier. Er könnte auch gut bei PT anfangen. So als Synchronsprecher für die Oma. So. Ja, ist doch gut. Ich geh aus dem Bild. Nein, was mache ich denn? Ja, ist gut. Wie die mal schreien. So. Also, was hatte ich gesagt? Wir wollten den Dreifachschaden, wollen uns aufheben. Nehme ich jetzt die Chain Gun oder nehme ich das Gauss-Gewehr? War eigentlich gar nicht mal so verkehrt, ne? Ich bleib mal dabei. So. Ihr Höllenbrut, na? Kommt her, ihr Revenants. Ciao. Yeah. Guck mal hier, mein Nike Airshoe. Reintreten und sich wohlfühlen. Huch, bleib doch einfach stehen. Oh. So, weg mit dir. Ah, hier ist noch Tor zu, okay. Na. So. Hau ab. Hör auf damit, habe ich gesagt. Hör auf damit. Ich glaube, jetzt können wir es mal gut gebrauchen. Jetzt werde ich mal wechseln auf die Chain Gun. Na, wo ist er? Hier war doch gerade einer, oder? Hä, wo ist der hin? Ah, hier. Yeah! Weg mit dir. Ciao. Alter, was hier los ist? Hilfe, oh Gott. Um Gottes Willen, ich blicke hier gar nicht mehr durch. Ich habe noch kaum Munition. Boah, wir sollen unbedingt zusehen, dass wir das Munitions-Perk mal aufleveln. Yeah! Geh sterben! Durchs Geländer, du Penner! Was ist mit dir denn falsch? Nein! Was ist denn hier los? Was? Ach ja, die Trulla ist ja da, ne? Die andere.
Warte mal, was ist hier? Ah, hier ist Leben. Hä? Boah, die ist so fettig, die alte. Warte mal. Was nehmen wir denn für die mal? Ich glaube, ich nehme mal die Superschrotflinte. Die ist, glaube ich, ganz geil. Können wir die Säge nicht benutzen? Yeah! So. Ah, komm mal, komm, da drehen wir noch ein bisschen Benzin. So. Alter Schwede, hua! Weg mit dir. Hua! Gisela! Da bist du ja wieder! Schätzelein, hab dich so vermisst. Ciao, Mädels. Alter, hier spritzt das Blut, ey, wie, keine Ahnung, wie eine Frau bei einer Tagung. Entschuldigt bitte, das ist ein ja, guck nicht so doof. So, war's das? Alter. Huha. Huh. Boah, das ist schwerer wie eine Geburt. Alter Schwede, das ist puh. Wir haben kaum noch Munition für einige Waffen. Wir müssen echt zusehen, dass wir Munition kriegen. So, ach nee, das ist für die Waffe ist das. Ach, das ist Munition für diese Waffe hier. Ah, für die BFG. Ach so, ah, alles klar. Haben wir noch Benzin einmal voll? Ich schau mal eben, ob wir hier was finden. Ist hier oben vielleicht irgendein Secret? Komm ich da auch drauf? Nein, komme ich nicht. Ich dachte, da ist oben ist irgendwie ein Secret oder sowas. Boah, wie das hier aussieht. Ist ja eklig. Putzfrau, hier könnte mal gewischt werden. So. Ja, hallöchen alle Neuen hier im Livestream auf Twitch. Willkommen zur Let's Play Live-Show und zum Live-Let's Play von Doom. Ich nehme ja gerade wieder auf für YouTube. Und nicht wundern, wenn ich dann auf den Chat nicht so eingehe, sondern mehr so fürs Video. Für die Leute, die sich das auf YouTube dann anschauen. So, wir können den Aufzug jetzt rufen. Ich möchte aber trotzdem nochmal gucken, ob wir noch irgendwie munitionstechnisch was finden oder Leben. Bevor ich jetzt weitergehe. So, ich schau mal eben auf die Karte. Okay. Also hier ist nichts mehr. Geht auf jeden Fall mit dem Fahrstuhl, geht's da nach unten. Okay. Dann rufen wir mal den Fahrstuhl und dann gucken wir mal. Den Fahrstuhl. Lazarus-Wartungsaufzug trifft ein. Warum ist hier alles... Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Ja, natürlich. War ja sowas von klar, war das! Sowas von klar! Du Penner! Geh einfach aus dem Bild! So. Wo ist der andere? Wo ist sein... kleiner Bruder, der genauso stinkt wie du? So. Ehrlich, ey. Aufgehoben. Meine Güte, ey. Das sind immer die schlimmsten. So. Okay, dann können wir jetzt mit dem Fahrstuhl fahren. Meine Güte, Gott sei Dank. Ab in den Keller. So, da sieht man auch schon, also, also, wir haben soweit eigentlich, ja gut, nicht viel erreicht, aber ein paar Sachen. Und, naja, schauen wir mal. Gehen wir mal weiter. Ist diesmal auch über die Elgato. Und da ist die Quali immer top, ja. Genau. Ich streame ja über die Elgato und nehme natürlich jetzt auch auf. Lazarus Labore. Du bist ins Herz des USC-Kults vorgedrungen. Die Lazarus Labore. Hier hat Olivia die Dämonen freigelassen und die Lazarus-Welle aktiviert, die das UAC-Personal in willenlose Bässchen verwandelt hat.
Du bist auf der Suche nach ihren Privatbüros. Wo ich auch gerne mal bin. In denen sie den Helixstein befinden soll. Entschlüssel die Geheimnisse dieses heiligen Artefakts, um herauszufinden, wie du den Brunnen ausschaltest. Die Energiequelle des Agent Towers in der Hölle. Ghosty, kannst ja nochmal eben Taler schreiben. Lazarus. Kannst ja nochmal Ausrufezeichen Taler schreiben, Ghosty. Ich hatte dir die Taler mal wiedergegeben gehabt, weil du längere Zeit einfach auch nicht viel geschrieben hattest. Erkläre ich gleich. Nur wenige haben ihn je gesehen. Aber wenn du nicht grundlos zu uns gekommen bist, kannst du vielleicht etwas erkennen, was wir übersehen haben. Ui, guck mal, was da schon wieder fliegt. Schließe das Portal, beschaffe den Helixstein. Ist unsere Aufgabe. So, Ghosty, es geht darum, du warst zwar da gewesen, aber hast nicht viel geschrieben und auch nicht viel gegambelt und alles. Deswegen hatte ich die Taler heute mal weggenommen gehabt. Aber ich habe sie dir wieder hinzugefügt. Denn ich hatte ja gesagt, ich habe da so ein bisschen so ein Auge drauf, wer auch aktiv im Chat ist und sowas alles. Also sei mir da nicht böse drum. Darum geht's ja, weil falls die Taler irgendwann mal so sein sollten, dass die Taler halt für was sind, sag ich mal, dass ihr irgendwas bekommt von mir, möchte ich natürlich nicht hier sagen, ja, der hat nur Taler gesammelt, hat aber nie was geschrieben. Das wäre natürlich unfair den anderen gegenüber, deswegen. So, also weiter zurück zu du. Es ist kein Zufall, dass wir ihn gefunden haben. Die Dämonen haben seine Rückkehr vorhergesehen. Wenn er aufwacht. Ja, achso, übrigens, ja, hi. Hi Dennis, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Ich hab's jetzt gerade erst gelesen gehabt, dass du da bist. Hi, ja, der Techniker hat sich gemeldet. Der kommt Montag zwischen 8 und 9.30 Uhr. Ich freue mich sehr, ich bin sehr gespannt. Achso, im Übrigen, wollte ich nur gesagt haben, ich habe letztens über der Playstation gestreamt. Was heißt letztens? Gestern war es, glaube ich, ne? War es gestern mit... War es gestern mit GTA oder vorgestern? Da hat auf einmal, ja, meine Internetleitung oder meine Playstation meinte, deine Internetleitung reicht nicht aus für eine perfekte Verbindung und hat den Stream komplett abgebrochen. Ne? Also ich konnte gar nicht mehr über die Playstation streamen. Es wird eine offene Diskussion geben, um Fragen und Bedenken wegen der Verwendung von Dämonen als Waffe auszuräumen. Melden Sie sich um 1400 Uhr in der Kette. Bitte speichern Sie zuvor Ihren Arbeitsfortschritt. Interessant. Wie gesagt, hat die PlayStation einfach mal abgebrochen, weil meine Internetleitung angeblich zu scheiße war. Und da war ein schwarzer Bildschirm und ja, die Leute, ja, musste ich dann vertrösten, dass ich dann halt heute stream über den Elgato. Aua. Und ja, heute im Live-Let's Play hier für YouTube. Hallo Freunde. Aua, lass das. Bam. Ich mach mal ein paar Kills von oben, ne, wenn ich schon einmal hier die Möglichkeit habe. Yeah, du hast da was im Nacken. Es war mein Fuß mit Nike Air Shoe. Du auch? Gerne doch. Hallo? Oh. Hallo Freund. Darfst du mal, willst du mal, sag mal. So, jetzt aber. Yay. So, einmal und zweimal und dreimal. So, läuft, würde ich sagen. Läuft. Läuft. Ich überprüfe jeden Tag deinen Anschluss. Ja, deswegen verstehe ich das nicht, dass die PlayStation meint, Aber wie gesagt, da kam dann auf einmal irgendwie, deine Internetleitung reicht nicht aus für die Übertragung. Es könnte möglicherweise abbrechen. Ja, und da hat er den Stream abgebrochen. Ich konnte nicht mehr... Konnte nicht mehr streamen. Also über die PlayStation. Geh weg! Lass das! Lass das! Du stinkst nach Maggi, habe ich dir gesagt! Hör auf! Komm mal hier! Yeah! So. Aber wie gesagt, du siehst ja hier über die Capture-Karte, über die Leitung vom Rechner, ne? Alles wunderbar, alles top. Mit 5 Mbit streame ich nur. Und wenn die PlayStation anzeigt 5 Mbit, gehe ich davon aus, dass es reicht. Deswegen verstehe ich das manchmal nicht irgendwie. Naja, gut. Aber ich hoffe, dass es dann, wie gesagt, Aber ich denke mal, das ist dann ab Montag dann auch schon geschaltet, ne, oder? Wo geht's denn hier mal hin? Hilfe.